Siegel ist gut. Ja. Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Ja, mach ich. Halt dich an die eine simple Regel. Heller, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Ja. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Stern, Doc. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstörungen. Ja. Genau. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Hm, auch wieder wahr. Hm. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu sprengen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Varun mehr, ja? So ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dustys schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Hella, lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Okay, lass uns mal sehen. Wie viel Zeit noch? Ein bisschen noch. Ein paar Proben nehmen? Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme ihr gerne lebend raus. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir je auf einem Felsen mit Atemluft bohren. Der Vorteil an Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So ein Auftrag in den United Colonies? Ha, Bürokratie ohne Ende. Oh, guck dir das hier mal an. Calvert, nein! Nein, 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 das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer! Benning, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab! Ja, ja. Ja? Wie ist unser Motto, Dustys? Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahmen. Laut! Mehr Tempo! Troy, wie ist die Ausbeute? Bisher minimal. Bisschen Glimmer, aber sehr schwach. Was meinst du? Auf Kurs bleiben? Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen. Okay. Leg los. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Du, alles klar. Ich bin beschäftigt. Nerv jemand an. Wie haben sie dich geködert? Bist du auf die Broschüren reingefallen? Ja. Tolle Urlaubsbroschüren habe ich entdeckt von denen und dachte, ja, dann gehen wir mal hin. Noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Los, es ist Zeit. Du kommst mit mir. Und los geht's! 3, 2, 1.
Toilette. Ja, was das angeht. Nur wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Tust du nicht? Hey, gut, das kann ich zu abbauen. Okay. Wir sind nah dran, glaube ich. Es ist alles einfach. Lynn, ernsthaft. Hier ist was richtig, richtig faul. Wo ist es, Hella? Hier lang, glaube ich. Okay, du da, du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Warum sollte was schief gehen? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Hey, guck nicht mich an. Mein Job ist erledigt. Ja, ich geh mal hier unten lang. Muss mal wissen, was hier unten ist. Kann man einsam? Neodym. Okay. Das war's aber auch schon, ne? Dass ihr so seht. Ja, man erkennt die halt ziemlich schlecht, was man einsammeln kann und was nicht. Wo geht's hier noch hin? Aha. Kann man eigentlich das Sichtfeld noch ein bisschen anpassen? Na gut, wir gehen jetzt mal hier hoch. Hier ist noch was. Die Werte sind immer noch komisch. Aber das ist gut, oder? Einfach weitermachen. Okay, die können wir nicht abbauen. Das sieht schon cool aus, ne? Mit den Wurfeln hier. Ja. Geil.
komm schon. Okay, ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental, abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Kommt dir hier was bekannt vor? Okay. Ich glaube, wir nehmen sie hier. Gucken wir noch weiter. 30. So. Körper. So, okay, lass mal gleich so. Hintergrund. Ich habe schon mal ein bisschen reingelesen. Ich glaube, wir nehmen den Frachtflieger. Weil wir können mehr tragen, wir können recht gut fliegen und ballistische Waffensysteme. Bei Merkmale weiß ich halt immer noch nicht so. Mal Alien-DNA. Heldenverehrung. Deinem Alter geht es gut, du kannst sie sogar zu Hause besuchen. Dafür werden jede Woche automatisch 2% deiner Credits zu ihnen nach Hause geschickt. Okay. Gespür von andere Dingen. Ja, mach mal im Part. So. Okay. Hab mir deine Akte eine Weile lang nicht angesehen. Gut qualifiziert. Ferntransport ist quasi wie Mining. Nur sitzt man mehr. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Ja. Licht und Musik. B.
Ein Traum oder Vision? Hey, sag was. Ja, ja. Licht und Musik. Du warst bewusstlos, das steht fest. Sonst noch was? Wahrscheinlich spielt dein Hirn dir nur einen Streich. Jedenfalls haben wir, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht. Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir... Wenn man vom Teufel spricht. Mhm. Oh. Ja. Unser Constellation-Kontakt ist im Anflug. Moment. Dieser Entdeckertrupp? Oh. Ich dachte, die wären Loser. Sieht nicht gut aus. Ich will nur meine Schicht überstehen. War ein guter Auftrag. Du hast echt Glück, dass du dabei warst. Jo. Alles okay. Ja, auf jeden Fall irgendwie was zum Essen mit einpacken. Leiterplatine zahlen. Schwerelosdraht. Mal alles mit. Wir waren schon. Okay. Hellas persönliche Aufzeichnung. Persönliches Logbuch. Heller. Argos Extractus. Ich dachte, Vectera wäre ein normaler Mond. Anscheinend lag ich da falsch. Lynn hat mir gerade erzählt, was wir hier wirklich machen. Lynn hat wohl einen weiteren, wie nannte sie es, diskreten Vertrag mit diesem Barrett. Er meint, dass es hier etwas Besonderes zu holen gäbe und er uns ausgezeichnet bezahlen würde, wenn wir es finden, rausreißen und liefern, ohne Fragen zu stellen. Ich habe diese Abmachung natürlich eingehalten, indem ich Lynn mit Fragen überhäuft habe. Sie lässt sich wie üblich nicht in die Karten schauen. Aber man fragt sich dann schon, was zur Hölle bedeutet, besonders in diesem Fall. Wir sind auf einem Mond, am Arsch der Welt. Entweder will dieser Kerl Schmuck aus irgendwelchen seltenen Raumdiamanten fertigen, oder hier ist irgendwo eine Art uralte Todeswaffe vergraben. Im Diamantenfall klaue ich definitiv einen für Jennifer. Oder Carlos. Oder Nia. Und wenn es eine Todeswaffe ist, will ich das Ding zuerst abfeuern. Das sind meine Bedingungen. Okay. Entsperrenmeister. Keine Digi-Dietriche. Okay. Ach, da kommen wir wieder hier runter. Nehmen wir überhaupt den Helm auf. Inventar. Wow, ausgerüstet. Nee, nichts ausgerüstet. Oh. Und kann man hier unten... Das ist jetzt überall zu, oder? Geht.
Beryllium. Okay. Den haben wir auf jeden Fall alles. Glaube ich zumindest. Und hier haben die anderen rumgebohrt. Ja, ich weiß halt nicht, ob man hier einfach so auch irgendwie was findet. Ob man da irgendwie noch einen Scanner oder so braucht. So wie bei, ich sag jetzt mal, No Man's Sky. Okay, dann fahren wir da hoch. Glaubst du, wir sind hier bald fertig? Ist angeblich der letzte Job. Was? Ich arbeite. Naja, ja. Ich guck mich halt ein bisschen um. Argos hat eigentlich kein so gutes Händchen. Aber das heute war ein Volltreffer. Klebeband kann man eigentlich immer für irgendwas bestimmt gebrauchen. Tragbarer Ventilator. Kein Interesse. Egal was. Okay. Bin ich froh, wenn wir hier weg sind. Grundrechte. Hast du nicht irgendwas zu tun? Brot noch mit. Gut, dass Hella neulich auf dem Erste-Hilfe-Seminar war. Hm? Schreibtisch groß. Kästchen mit Erde. Lynn scheint dich zu mögen. Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Wie habe ich die Schublade da jetzt? Die geht von alleine auf, oder wie? Ja, okay, Kästchen mit Erde nehmen wir auch mit. Noch so ein Bohrer. Oh, hier. Vorarbeiter-Logbuch, Nachtrag. Immer noch Tag 2 der Ausgrabung von Argos Extractors auf Vectera. Freestar Collective Abhol ID Beta 7548 Alpha. Alle glauben, wir müssen nur Erz beschaffen. Vectera hat genügend akzeptable Adern, damit alle beschäftigt sind und keine Fragen stellen. Ich habe Hella alles gesagt, was er wissen muss. Also praktisch alles, was ich weiß. Dass wir es wieder mit einer von Barretts Sonderbestellungen zu tun haben. Er hat Kasal bezahlt, obwohl das ein Fehlschlag war. Diesmal bin ich mir nicht so sicher. Außerdem macht mich hier etwas echt nervös. Wahrscheinlich werden wir irgendwas finden. Keine Ahnung, was das sein könnte. Oder warum Barrett es haben will. Aber diese hübschen Constellation Credits bedeuten, dass wir Löcher graben und unser Maul halten werden. Das ist okay.
Hoffentlich haben wir Barretts mysteriöses Ding und das Erz bald beschafft und können diesen Phasen in 5 Tagen wieder verlassen, wenn wir angeblich wieder abgeholt werden sollen. Mhm. So. Hier haben wir alles, ne? Was ist hier? Hey, keine Zeit. Du passt gut dazu, okay? Meiner können ein bisschen rau sein, aber sie sind nette Leute. Oh. Oh, das denke ich auch. Kriegt man die hier auch irgendwie auf? Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir rausgehen, machen wir hier an der Stelle, so wie immer, ne? Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.